In unserem Freizeittipp der Woche waren wir für Sie, werte Zuseher, diesmal sehr geschichtsträchtig im unteren Mühlviertel unterwegs. Ja, im Jahre 1981 hat hier ein Bauer bei Feldarbeiten einen Bronzering, Hohlring entdeckt und ist mit dem zu meinem Vorgänger Franz Heilmann gegangen und dieser wiederum ins Landesmuseum und dort wurde festgestellt, dass der aus der Keltenzeit stammt, 700 Jahre vor Christi. Und hier wurde dann ein Gräberfeld entdeckt und es wurden von 1981 bis 1989 Grabungen gemacht und es waren historische Funde. Es wurde der berühmte Prunkwagen von Mitterkirchen gefunden. Also es war ja da eine Herrin in Mitterkirchen und es war internationales Ansehen. Und dann hat sich die Gemeinde entschlossen, hier ein Freilichtmuseum zu errichten. Einen Einblick in die Lebenswelt der Menschen vor 2700 Jahren kann man hier gewinnen und in Workshops auch Teil dessen sein. Mit der Sonderausstellung Kostbares aus Gräbern macht das Freilichtmuseum Mitterkirchen in besonderer Weise diesen Sommer auf sich aufmerksam. Wir können also sehen, die Bernsteinkette, die sie um den Hals getragen hat, auch die Brillenfibeln an der Kleidung, das Pferdegeschirr mit der Tränze. Erstmals wurden vom Landesmuseum in Oberösterreich Originalfunde freigegeben. Wie schon erwähnt, von dieser Herrin, von dem Prunkwagen. Also es sind dort wirklich die Bernsteinketten sind hier in Mitterkirchen zu sehen. Und ich denke, es ist sicherlich für jeden Besucher ein Erlebnis, wenn man Dinge sehen kann, die vor 2700 Jahren hier gemacht wurden und die man jetzt so sehen kann. Gut erklärt und anschaulich präsentiert erfährt man in der Sonderausstellung Kostbares aus Gräbern mehr über das Leben 700 Jahre vor Christi Geburt. Ob nun Betriebsausflüge, Familienausflüge oder ganz einfach ein privater Tagesausflug, es lohnt sich, das Freilichtmuseum Mitterkirchen zu besuchen, das noch bis 31. Oktober täglich von 9 bis 17 Uhr für Sie geöffnet hat.